Herzlich willkommen am HIIG. Mein Name ist Natalia und hier im Institut beschäftige ich mich vor allem mit Themen rund um die Wissenschaftskommunikation, um die Interaktion zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Und heute Abend sprechen wir über die Rolle generativer KI, auch Chatbots wie ChatGPT für die Wissenschaftskommunikation. Und da stellt sich die Frage, was darf ich überhaupt so einen Chatbot fragen? Oder helfen Sie mir oder stören Sie mich bei meiner Arbeit? Können Sie vielleicht als Vermittler zwischen wissenschaftlichen Akteuren und gesellschaftlichen Akteuren agieren? Und dazu haben sich heute in diesem Haus 20 Expertinnen, ich glaube 8 Stunden lang unterhalten, mit einem sehr ambitionierten Ziel, auf gemeinsame Handlungsempfehlungen zu kommen für den Umgang mit generativer KI in der Wissenschaftskommunikation. Und darüber werden wir gleich mehr erfahren. Ich habe auf jeden Fall schon mal den Gedanken mitgenommen, dass es ein Fehler ist, menschliche Fähigkeiten zuzuschreiben einer KI, einem Tool, jeglicher technischer Ressource, weil das falsche Erwartungen weckt. Zugleich ist es aber genauso ein Fehler, die Potenziale von solchen Tools nicht anzuerkennen und diese schlicht hinweg nicht in Anspruch zu nehmen. Und heute sprechen wir darüber, wie generative KI am besten also für Wissenschaftskommunikation genutzt werden kann, welche Risiken dabei aufkommen, und fangen aber allgemein auch damit an, was überhaupt gelungene Wissenschaftskommunikation ist. Und an dieser Stelle übergebe ich an meine Kollegin Katharina und freue mich auf den Abend und auf die heutige Diskussion. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Natalia. Herzlich willkommen auch von mir nochmal. Auch ich begrüße Sie und euch nochmal ganz herzlich zu unserem digitalen Salon zum Thema KI und Kokolores, Chatbot-Wissen zwischen Fakten und Fiktion. Ich bin Katharina Mosene, ich bin Politikwissenschaftlerin am Leibniz-Institut für Medienforschung, dem Hans-Bredow-Institut in Hamburg, und assoziierte Wissenschaftlerin hier am HIIG und freue mich sehr auf die Runde mit ganz wunderbaren Expertinnen. Natalia hat es gesagt, kann KI sowas wie Vermittler sein zwischen Wissenschaft und Gesellschaft? Ich würde die Frage ein bisschen anpassen und sagen, können Chatbots oder generative KI-Technologien auch Gatekeeper sein für Wissenschaft? In der Form, in der normale VerbraucherInnen, User, Systeme nutzen und zum Beispiel ChatGPT fragen, wie gerade der aktuelle Forschungsstand im Bereich Klimaerwärmung ist. Aber auch auf der anderen Seite, indem wir Wissenschaftlerinnen die Systeme fragen, was ist eigentlich der aktuellste Stand zum Thema KI und Ethik, wenn ich mich zum Beispiel in ein neues Gebiet einarbeiten möchte. Das heißt, es gibt unheimlich viele Zugänge und Wege auf diese Systeme. Genauso vielfältig sind die Ergebnisse, die rauskommen. Und die Frage ist ja immer, wie zuverlässig ist eigentlich das, was ich bekomme als Nutzerin, als Wissenschaftlerin? Wir alle kennen die Themen, die wir schon lange diskutieren, Zuverlässigkeit von Quellen, Desinformation, Biases, die reproduziert werden und vielerlei mehr. Und alles das wollen wir versuchen heute in der kurzen Zeit ein bisschen zu reflektieren. Und natürlich lade ich Sie und euch auch dann herzlich ein, an der Debatte teilzuhaben und alle Fragen einzubringen. Es sind ganz viele Teilnehmerinnen auch aus dem Workshop noch hier, die also auch diesen langen Tag hinter sich haben und sicher auch noch ganz viel Expertise mitbringen. Deshalb die herzliche Einladung auch dazu. Wo stehen wir also eigentlich und wo geht's hin? Das sind die Fragen, die ich besprechen möchte, und ich begrüße ganz herzlich meinen alten Kollegen Benedikt Fächer, der lange bei uns hier am HIIG den Programmbereich Wissen und Gesellschaft geleitet hat und jetzt Geschäftsführer von Wissenschaft im Dialog ist. Benedikt ist interdisziplinärer Wissenschaftsforscher, untersucht die Wechselbeziehung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft vor dem Hintergrund von Digitalisierung, und deine Schwerpunkte liegen auf datengetriebener Forschung, Forschung zu Open Access, Forschungsinfrastrukturen, aber auch zur Frage von gesellschaftlichem Impact von Forschung. Das war so ungefähr das Erste, was ich gehört habe, als ich ans Institut kam hier und habe mich gefragt, was ist das eigentlich, Impact? Und vielleicht können wir das gleich auch nochmal aufgreifen. Also herzlich willkommen. Ich begrüße Katharina von Knob. Sie ist Senior Projektmanagerin für vertrauensvolle KI
und digitales Vertrauen beim Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik. Sie entwickelt Standards und Geschäftsmodelle eben für vertrauensvolle KI. Du hast auch Startups schon gegründet, unter anderem ein Startup mit Digital Trust Analytics und kümmerst dich tatsächlich um digitale Geschäftsentwicklung und auch Strategieberatung. Also herzlich willkommen, dass du hier bist. Schön. Und Mike Mitkowski war auch den ganzen Tag schon dabei. Mike, du leitest den Bereich Forschung und Entwicklung am Science Media Center als Intermediär zwischen Wissenschaft und Wissenschaftsjournalismus. Du verantwortest Forschungsprojekte, die sich eben auch mit der Anwendbarkeit von Ideen aus dem modularen Journalismus und der generativen KI auf Wissenschaftsjournalismus beschäftigen. Auch dir herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und ich will vielleicht gleich anschließen an das Intro von Natalia und an dich übergeben, Bene. Ihr habt jetzt heute den ganzen Tag darüber gesprochen, wie beeinflusst KI eigentlich Wissenschaft und wie kann vielleicht auch Wissenschaft KI beeinflussen. Was sind so aus deiner Sicht die großen Learnings? Was sind vielleicht auch offene Fragen, die du hier mit aufs Panel bringst? Also wir könnten darüber bestimmt jetzt zwei Stunden sprechen, weil es wirklich ein sehr ertragreicher und fruchtbarer Tag war. Vielleicht so ein kleines bisschen zum Hintergrund. Wir hatten Expertinnen aus ganz unterschiedlichen Gebieten und sprechen, würde ich auch sagen, waren die Ergebnisse sehr vielfältiger. Und vielleicht so eine Haupterkenntnis, die ich mitgenommen habe und was ich wirklich sehr ermutigend finde, ist, dass, glaube ich, niemand, der mit uns diskutiert hat oder die mit uns diskutiert hat, KI als Naturgewalt versteht, sondern als etwas, was man gestalten kann und muss, was man begleiten muss. Und wir haben sicherlich dann auch einige Handlungsfelder identifiziert. Ich glaube so, wenn wir auf die Hauptchancen gehen, die Möglichkeiten der Verdichtung und die Anpassung von textuellen Daten für unterschiedliche Publika und vielleicht auf das Hauptproblem Desinformation und Bias. Und entsprechend haben wir auch über Handlungsperspektiven gesprochen, die damit zu tun haben. Wir haben über Möglichkeiten der Infrastrukturförderung und der Qualität von Daten in KI-basierten Tools gesprochen. Wir haben über Fort- und Weiterbildungsnotwendigkeiten gesprochen, auch für Forschende, die Wissenschaftskommunikation machen und für professionelle KommunikatorInnen. Wir haben auch über Leitlinien für den Umgang mit KI gesprochen, weil sowas gibt es bislang noch nicht. Und wenn man bedenkt, wie wichtig KI mittlerweile auch schon wird, auch in der Wissenschaftskommunikation, also wir hatten heute auch Zahlen, also fast 60% der professionellen KommunikatorInnen benutzen bereits ChatGPT für ihre professionelle Arbeit. Ein Drittel aller Forschende benutzt bereits ChatGPT. Wir sprechen ja nur über eine Anwendung in der Arbeit. Also wir müssen uns auch darüber verständigen, was denn eigentlich dann eine gute Nutzung dessen ausmacht. Und ich glaube, das könnte ein Takeaway sein, dass wir uns damit noch mehr befassen müssen und vielleicht auch als ein Ergebnis der heutigen Diskussion auch damit rauskommen. Das ist super spannend. Direkt dazu eine Rückfrage, denn wir sprechen ja über Wissenschaftskommunikation und vielleicht ist nicht allen klar, was bedeutet das eigentlich? Ganz klassisch geht es eben darum, dass Wissenschaft in die breite Öffentlichkeit transportiert wird, zum Teil auch in interessierte Öffentlichkeiten. Das ist immer die Frage, wie man da eine Abstufung macht. Aber wenn du sagst, 60% der Kolleginnen aus der Wissenschaftskommunikation nutzen Anwendung schon, wozu nutzen Sie diese Anwendung dann am meisten oder beispielsweise? Kannst du da Beispiele nennen? Ja, nun bin ich ja keine professionelle Kommunikator. ich würde vermuten, dass, und da gibt es ja dann auch im zweiten Teil noch die Möglichkeit, gerade für die Kolleginnen dann auch vielleicht nochmal aus der Praxis zu berichten, das finde ich prima. Aber ich würde vermuten, dass sehr viele auch, weil es ging konkret um ChatGPT und dass es dann eben um textuelle Arbeiten geht. Und letztendlich würde ich annehmen, dass das viel auch redaktioneller Aufwand besteht. Keine Ahnung, Pressemitteilungen, Berichte, wie auch immer. Und dass es dort eben ein tolles Hilfstool sein kann. Ja. Was, glaube ich, sehr häufig verbreitet ist, sind auch diese klassischen Übersetzungstools in Redaktionen, aber eben auch im Bereich der WISCOM. Und da würde ich dich gerne reinholen, Mike, auch mit Blick eben auf die Veränderung des Feldes Wissenschaftskommunikation, aber vor allem Wissenschaft durch eben neue Technologien wie große Sprachmodelle, generative KI-Anwendungen. Was siehst du da? Wie verändert sich auch die Art und Weise, wie Wissenschaft wahrgenommen, wie Wissenschaft betrieben wird? Ganz spezifisch, du guckst ja sehr stark auf Wissenschaftsjournalismus, der ja auch ein Teilbereich von Wissenschaftskommunikation ist. Was siehst du da an Veränderungen und was würdest du sagen, siehst du auch für die Zukunft? Also wo geht es eigentlich hin, wenn wir jetzt schon sehen, dass die Nutzung schon so breit tatsächlich vertreten ist?
Also erstmal kann man ganz allgemein sagen, dass das Thema KI in den Wissenschaften in allen Bereichen sehr stark zugenommen hat. Mhm. Ich habe noch auf der Hinreise gestern im Zug eine Grafik angesehen, wo man sozusagen nach Fachbereichen aufgelistet, sozusagen die Zunahme der Anteile an Forschungspapieren mit dem Bezug zu KI gesehen hat. Und das waren eigentlich von erwartbaren Feldern wie Informatik bis hin zur Philosophie sämtlich Hockeystick-Grafiken, wo man sozusagen ab 2022 einfach einen ganz steilen Verlauf nach oben gesehen hat. Das ist natürlich dem Interesse an dem Thema geschuldet, aber natürlich auch einer gewissen Förderlogik, weil man jetzt allenthalben natürlich Förderprojekte ins Leben gerufen werden, die einen KI-Bezug haben. Und das gilt auch quasi für unsere Arbeit im Science Media Center. Also wir haben auch gerade ein neues Forschungsprojekt zu generativer KI im Wissenschaftsjournalismus. Und das ist auch der Bereich, über den ich halt irgendwie aus der Praxis sprechen kann. Also wie Wissenschaftler werden auch diese Systeme auf ganz verschiedene Art und Weise nutzen. Auch ganz viel Textarbeit, die erleichtert wird. Auch sowas wie niederschwellige Datenmanipulation oder erste Sketches für Plots erzeugen. Mhm. Das geht ja auch irgendwie mit ChatGPT interaktiv, gibt einen Coding-Assistenten, dem ich sozusagen meine Idee gebe und vielleicht Daten und dann wie in einem Gespräch Plots erzeugen kann und den Code dazu bekomme und den Code weiterverwenden kann. Mhm. Also da erlebt man sozusagen eine Unterstützung oder in der Programmierung. Also in vielen Wissenschaften wird programmiert und in der Programmierung, das wenden wir auch selbst im SMC an, spielen diese Coding-Assistenten eine massive Rolle. Die funktionieren schon sehr gut, nicht perfekt, aber für sozusagen sehr regelbasierte Teile von Code, für die es auch viele Beispiele im Netz gibt, auf GitHub, ist das eine sehr große Hilfe und erleichtert quasi sozusagen da die Arbeit. Und das wird sich wahrscheinlich auf einige Bereiche der Wissenschaft auch übertragen. Also Textarbeit, Datenanalyse, Coding sehe ich auf jeden Fall. Und im Wissenschaftsjournalismus, denke ich, ist es ähnlich wie in der Wissenschaftskommunikation, dass intern sehr viel ausprobiert wird. Also eine große Scheu besteht, zumindest automatisiert, Dinge nach draußen zu geben, ohne dass sie geprüft werden, weil dem System so noch nicht vertraut wird und auch nicht vertraut werden kann. Intern fängt es an bei Zusammenfassungen, Erklärungen von Fachbegriffen, Einordnung von Studienergebnissen in einen gewissen Kontext, Übersetzungen natürlich auch. Und das Ganze ist aber sozusagen internes Handwerkszeug. Mhm. Bis jetzt sehe ich da noch keine Änderung in den veröffentlichten wissenschaftsjournalistischen Angeboten. Und auch noch keine neuen Formate, die jetzt langsam möglich werden. Also das ist alles noch sehr, sehr klassisch. Und da erwarte ich in den nächsten Jahren durchaus auch eine Veränderung der Angebote, weil, das haben wir heute auch besprochen, durch die Möglichkeiten generativer KI werden Angebotsformen möglich, es wird die Skalierung von bestehenden Ideen möglich auf eine breite Basis, aber das bleibt abzuwarten. Ja, das ist super spannend. Wenn wir uns nochmal diesen Faktor anschauen, Menschen arbeiten mit dem System, WissenschaftlerInnen, aber auch andere EndnutzerInnen befragen die Systeme, dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kommen eigentlich wissenschaftliche Daten in die Systeme? Wir haben irgendwie alle gelernt, OpenAI hat das Internet auswendig gelernt, aber was bedeutet das jetzt? Und hat es unter Umständen Auswirkungen, wo und in welcher Form Publikationen veröffentlicht werden? Was ist mit Paywalls? Was ist mit bestimmten Journals? Was ist vielleicht auch mit Open Access Publikationen? Vielleicht nochmal zu dir, Katharina, kannst du uns vielleicht ein bisschen erklären, auch vor dem Hintergrund deines technischen Verständnisses, wie kommen eigentlich Daten in die Systeme? Und wie könnte dann auch eine Art Gestaltung aussehen, die blickt auf Qualität und Standards? Denn das ist ja etwas, womit du auch sehr stark arbeitest, woran du ein großes Interesse hast. Sehr gerne, Katharina. Also Frage Nummer 1, wie kommen Daten in Systeme? Ja, ein Beispiel, das nanntest du bereits, ChatGPT.
Also OpenAI, was haben Sie gemacht? Ganz banal, Sie haben eigentlich das komplette Internet heruntergeladen, ohne zu fragen, dürfen wir das, ohne Beachtung des Urheberrechts. Das heißt, bei ChatGPT habe ich einen großen Spread von Datenqualität. Mhm. Ja, also ich habe Amazon-Rezensierungen mit den gesamten Dubletten, bis hin dazu, bis High-End Academic Papers, Nature Science or Cell, also einen großen Spread von Daten. Sie versuchen das zu bereinigen mit einer ganzen Menge von Clickworkers und entsprechend Filter. Eine andere Quelle ist, es hängt je nach von System ab, die kleine geschlossene Datenbanken verwenden. Nimm mal zum Beispiel ein Hautkrebsdetektor oder Diagnoseunterstützungssystem. Die verwenden meistens ganz, ganz geschlossene Datenbasen, wo sie einfach auch das Urheberrecht haben, diese Daten zu nutzen. Weil hier ist das Ergebnis extrem wichtig. Ja, aber hier hängt auch ein Geschäftsmodell dran. Also hier ist die Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse und die Belastbarkeit der Ergebnisse Basis des Geschäftsmodells von zum Beispiel ein Hautkrebsunterstützungssystems, Diagnoseunterstützungssystems, und sehr, sehr wichtig. Bei ChatGPT ist das nicht so wichtig und deshalb ist es, um die zweite Frage zu beantworten, als Nutzer sollte man sich immer sehr stark die Frage stellen, wie auf welcher Datenbasis arbeitet eine gewisse KI? Auch Basis, was für ein Ziel möchte ich erreichen? Und zu genau diesem Zweck haben wir unser Trust Label entwickelt. Das ist ein offener Standard. Ich verkaufe nichts, es ist ein offener Standard. Es kann jeder frei googeln, einfach VDE Trust Label. Und was Sie dort dann alle bekommen, ist ein Fragenkatalog, ein Excel-Sheet. Und dann wir fragen ganz explizit nach 5 Werten. Also wie Transparenz, Accountability, Privacy und zum Beispiel, wir fragen ganz spezifisch nach Daten. Wie ist die Datenlage dokumentiert worden? Was für Datenquellen sind erhoben worden, etc. Und es gibt Ihnen als Nutzer die Möglichkeit, wenn Sie diese Fragen beantworten, ist das ein Tool für den beruflichen Kontext, in dem ich die KI jetzt nutzen möchte, in der Wissenschaftskommunikation oder als Forscher, wo es für mich professionell sinnvoll und aber auch ethisch sinnvoll ist, weil mit jedem Prompt, hängt auch nach KI-System ab, kann es sein, dass ich halt eben eine KI trainiere. Also alles, was ich reingebe, dass es auch wieder einen Impact hat. Mhm. Zum Beispiel auch mit urheberrechtlich geschützten Daten. Vielen Dank. Und das ist ja tatsächlich etwas, was durchaus öfter mal in den Medien war. Also die Frage danach, wie füttern eigentlich NutzerInnen die Systeme auch mit eigenen, auch privaten Daten nicht. Deswegen haben einzelne Unternehmen Mitarbeiterinnen verboten, zum Beispiel Systeme zu nutzen. Aber auch die Frage stellt sich ja auch WissenschaftlerInnen, die zum Beispiel Systeme nutzen, um Abstracts zu erstellen. Also was passiert mit meinem Text, den ich da reinstelle, um mir den Service geben zu lassen, einen Abstract zu bekommen. Was gut oder weniger gut ist, spielt keine Rolle. Aber in welcher Form trainiere ich eigentlich die KI damit und wo bleiben diese Datenmengen? Und tatsächlich anhängt an diese Frage von eben Copyright, Urheberrecht, Recht auf eben die eigene Idee, gibt es ja durchaus auch so erste Anstöße von Verlagen zum Beispiel mit den großen Plattform mit den großen Anbietern Verträge zu schließen. Also wir sehen bei OpenAI Verträge mit dem Axel Springer Verlag, wir sehen die News Corporation von Rupert Murdoch, wir sehen angeblich Verhandlungen mit der Associated Press und vielerlei mehr. Und tatsächlich stelle ich mir jetzt die Frage, auf der einen Seite leuchtet mir das vor dem Hintergrund von Urheberrechten natürlich ein, dass die Verlage das tun, weil sie sagen, naja, meine Inhalte werden sowieso benutzt, dann lasse ich mich dafür irgendwie auch bezahlen. Und auf der anderen Seite als Nutzerin der Technologie stelle ich mir natürlich die Frage, werden da nicht auch wieder Biases in die Systeme reingegeben? Wenn ich also bestimmte Verlage bevorzugt unter Umständen von den Systemen wiedergegeben bekomme. Wie würdet ihr das einschätzen? Wer mag? Ich würde gerne antworten, aber vielleicht mit einem ein bisschen anderen Fokus. Gerne. Also ich finde das auch super, super spannend. Ich bin aber kein Experte für Medienpolitik. Ich würde es vielleicht ein bisschen grundsätzlich anders werten, weil das ja letztendlich, das Zeugs gehört denen ja, blöd gesprochen. Ich sehe es aber
um da vielleicht damit einzusteigen, eines der grundlegenden Problematiken in der Wissenschaft und in der Befassung mit wissenschaftlichen Inhalten ist das Wachstum von Wissen. Und wir haben eine Verdopplung von Wissen alle 7 Jahren gemessen, rein am Publikationsoutput, zumindest in das Zahlen von vor 8 Jahren, wie das mittlerweile ist, würde ich vermuten, sogar noch ein kleines bisschen mehr, I don't know, oder könnte noch mehr werden mit generativer KI, weil es jetzt Spekulation. Aber eines der Herausforderungen, die WissenschaftlerInnen haben, ist, sich einen Überblick zu verschaffen über den aktuellen Stand der Forschung. Das ist ein supergängiges Problem. So, und jetzt deswegen ist in einigen Disziplinen oder überall eigentlich mittlerweile gibt es den Wachstum an systematischen Überblicksarbeiten und Metastudien, ne? Und das macht in einigen Forschungsdisziplinen, in der medizinischen Forschung zum Beispiel 30% des Publikationsoutputs aus. Sprich, also würde man, wie du gesagt hast, eine Datenbasis haben, die qualitativ geprüft ist, also wissenschaftliche Publikation, hätte man ein enormes Potenzial. Die Problematik, die ich sehe aktuell, machen das natürlich die Verlage, also die Wissenschaftsverlage, die eben auch den Zugang zu diesen Publikationen haben. Also Elsevier hat mit Scopus AI ein wirklich powerful Tool rausgebracht. Ich bin mal gespannt, was das noch so bewirken kann in den nächsten Jahren. Also da ist einfach ein riesiges Potenzial und es gibt auch schon Entwicklungen. Und da ist die grundsätzliche Problematik, die wir aber auch schon aus der innerwissenschaftlichen Kommunikation haben, die Abhängigkeit von bestimmten Verlagen, von kommerziellen Infrastrukturen und damit eben auch letztendlich hat man wieder so ein Urheberrechtsproblem. Und da würde ich sagen, ist aber grundsätzlich eine andere Logik, weil for me, that's public knowledge. Na, das gehört nicht irgendwem, sondern ist meistens steuerfinanziert, sollte allen zur Verfügung stehen, Punkt. So. Also das ist jetzt meine wertende Meinung dazu. Also von daher sehe ich, dass wir das, was wir uns eigentlich so vor Jahren da schon so eingefangen haben, die Abhängigkeit von kommerziellen Verlagen in der innerwissenschaftlichen Kommunikation, kommt jetzt auch zurück, weil letztendlich kann das alles genutzt werden, auch zur Verdichtung von Inhalten, zur Anpassung von Inhalten für unterschiedliche Publika. Und vielleicht oder vermutlich fehlt uns dann oder denjenigen, die das für die Wissenschaftskommunikation nutzen wollen, da einfach auch der Zugriff auf dieses Datenpaket. Das ist extrem spannend. Was wäre denn aus eurer Sicht dann eine gute Forderung aus der Wissenschaft vielleicht auch an all diejenigen, die Technologieentwicklung fördern? Also wie müsste diese Technologie aussehen, sodass sie eben nicht hinter bestimmten Bezahlschranken steckt, in der Hand von bestimmten Verlagen und deren Logiken steckt. Welche Anforderungen müssten eigentlich vielleicht Wissenschaftlerinnen auch an die Entwicklung von eben KI haben, die ihrem Nutzen auch dient? Das ist eine sehr, sehr wichtige und auch sehr komplizierte Frage. Wir versuchen jetzt gerade oder haben mit dem EU AI Act hier erste Antworten zu finden. Und es ist nur der aktuelle Status und wir werden auch sehr intensiv damit beschäftigt sein müssen, hier gute Antworten zu finden. Zum Beispiel aus der technischen Sicht, welche Anforderungen sollte so eine KI haben? Also wir gerade schauen uns in einem Projekt gerade Prüfsoftware-Tools an, die auf dem Markt sind, kommerzielle wie auch Open Source, und versuchen, die bezüglich ihrer Qualität einzuschätzen. Wir sind ja unser Kerngeschäft, wir sind ein Prüfinstitut, das älteste, was es in Deutschland gibt. Wir prüfen Technik. Und da entstehen mehr Fragen, als wir aktuell Antworten haben. Und dann alle diejenigen, an alle Forscher da draußen, wir brauchen ganz, ganz dringend richtig gute Prüfsoftware, ja, die uns Menschen etwas sehr Wichtiges gibt, nämlich diese Verlässlichkeit und Sicherheit, die uns eigentlich qua Definitionen Wissenschaft zur Verfügung stellt, weil sie uns leitet, weil sie uns Fenster zur Welt eröffnet, uns neue Dinge sehen lässt, aber nur, wenn wir wissen, dass diese Informationen echt und valide sind. Und bei sehr vielen, sehr gängigen KI-Tools läuft man sehr schnell Gefahr, Falschinformationen, Desinformationen aufzusetzen. Und das, was uns Menschen trägt und hält, auch gerade in der Gesellschaft, ist die Verlässlichkeit und gerade für Demokratien. Und daran müssen wir arbeiten und dafür brauchen wir die Wissenschaft, damit wir genau diese Tools entwickeln. Also, was ich sehr spannend fand, war eine Entwicklung, die, glaube ich, erst ein halbes Jahr alt ist. Das war ein angepasstes Sprachmodell, das aus der Wissenschaft kam. Das nennt sich Climate GPT. Und das eine ist, was man häufig sieht, ist,
ich nehme ein Modell, das frei verfügbar ist, also diese Llama-Familie, die von Meta veröffentlicht wurde, und die passe ich dann an einen Trainingsdatensatz an. Das sieht man ziemlich häufig. Und da sind da dann Publikationen aus dem Bereich der Klimawissenschaften eingeflossen. Nun sind aber Sprachmodelle eigentlich wie ChatGPT, also ChatGPT ist eigentlich kein reines Sprachmodell, weil nach diesem Prätraining auf diesem internetgroßen Korpus noch ein wichtiger zweiter Schritt geschieht, nämlich, dass Menschen Feedback in der Benutzung geben, welche Antworten angemessen sind und welche gut sind. Also es gibt ein Feedback durch Menschen und erst das macht sozusagen dieses rohe Sprachmodell, das einfach sehr viel gelernt hat in einem gewissen Sinne, zu einem nützlichen Agenten, zu einem nützlichen Chatbot. Und was beeindruckend war, dass die Gruppe, die ClimateGPT veröffentlicht hat, diesen Schritt auch gemacht hat mit Klimawissenschaftlerinnen und so sozusagen die Antwortqualität und auch das Grundverhalten des Chatbots anpassen konnte auf die Fragen, die wirklich wichtig sind. Und das ist mit vergleichsweise wenig Aufwand möglich, also vergleichsweise wenig zum Neutrainieren von Modellen. Das ist etwas, das können halt Forschungsbereiche leisten. Ja, das, was schon gesagt wurde. Aber du fragst es ja auch so nach konkreten, so förderpolitischen Implikationen und Dinge, die man tun kann. Und ich meine, man könnte schon so einen Innovationsfonds aufsetzen für KI-Entwicklungen, die nicht kommerziell sind, die wissenschaftsbasiert sind und die eben auf guten Daten beruhen. Ne? Das ist das, was wir heute auch diskutiert haben. Und ne, mit der DFG gibt es ja auch einen Förderer der speziellen Infrastruktur. Förderung hat. Ne? Also ich glaube, da ist auch jetzt eine gute Zeit, gerade auch in innovative Entwicklungen zu gehen und das speziell zu fördern und dann eben auch die wirklich guten Entwicklungen auch weiter zu fördern und zu stabilisieren, weil das ein Grundproblem der Infrastrukturförderung, insbesondere in Deutschland, ist, dass man 1000 Sachen fördert und dann kommt am Ende nichts bei raus und es geht nicht weiter und man findet keine weitere Finanzierung. Also das hat man heute zumindest auch touchiert. Wir haben auch darüber gesprochen, dass man wahrscheinlich auch ein Hosting im größeren Maßstab gegebenenfalls auch über zentrale Infrastrukturen in Deutschland abbilden könnte oder sollte. Das muss man auch noch, wir werden die ganzen Sachen natürlich auch noch bearbeiten, aber das wären auch sehr konkrete Dinge, die man da tun kann. So wie du auch schon gesagt hast, so eine Art Trust-Label, das könnte man natürlich auch für wissenschaftliche Zwecke entwickeln. Ne? Also entsprechend welcher Datenqualität da eingespeist wird. Das waren auch Dinge, die wir heute diskutiert haben. Und es war ohnehin etwas, was mir sehr gut gefallen hat, dass wir auch so eine infrastrukturelle Perspektive auf ein eigentlich gesellschaftliches Problem auch gehabt haben und dann auch überlegt haben, was so diese förderpolitischen Implikationen sein könnten. Aber wirklich dieses die Chancen auch nutzen und den Risiken zu begegnen, so banal das auch klingen mag, ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Ich will gerne öffnen für die große Runde und für die Kolleginnen und Kollegen, die auch beim Workshop dabei waren, aber auch für alle anderen. Gibt es Anmerkungen, Kommentare, Fragen? Ja. Es kommt ein Mikrofon, warte einen Moment. Okay. Gut. Und zwar die Frage an Science Media Center, was für eine Rolle spielt auch generative KI für Datenjournalismus? Sind da schon neue Formate zu sehen? Vereinfacht es das Ganze? Und wie können wir davon profitieren? Oder was gibt es auch für Risiken vielleicht im gleichen Atemzug? Genau, das ist ein sehr spannendes Feld. Also wir haben ja im SMC eine Abteilung für Datenangebote. Wir stellen halt Data Reports, die ganz wichtig bei uns, wir sind ja ein Intermediär, wir geben immer nur quasi Vorprodukte, die dann weiterverarbeitet werden können und dazu gehören aber auch Datenauswertungen. Und da haben wir so ein kleines Team von 2 Personen und die gucken natürlich auch immer nach Unterstützung durch neue Werkzeuge. Ja, und die sind halt beide sehr fit in Statistik und sehr skeptisch. Und bis jetzt, was uns wirklich hilft, ist wieder auf der reinen Programmierebene, sind die Assistenten. Ja, die sind manchmal hilfreich. Das, was ich vorhin skizziert hatte, ich glaube, dafür sind die einfach schon zu gut. Die sind einfach zu schnell selbst beim ersten Draft eines Plots. Und wenn ich das sozusagen seltener mache, dann kann ich mit ChatGPT auch ähnliche Erfolge vielleicht haben und muss nicht so tief einsteigen. Das hilft denen nicht wirklich.
Und diese Tools, die versprechen sozusagen, ich gebe ihnen Daten und sie analysieren sie und erstellen einen Report, die waren bis jetzt alle sehr wackelig. Also das hat sich noch nicht so gezeigt. Mag sich ändern mit der Zeit, aber das, das würden wir noch nicht verwenden. Vielleicht daran direkt anknüpfen, dann stellt sich ja die Frage jetzt, Sie haben gerade gesagt, noch sind die Tools nicht so gut, dass sie zum Beispiel in der Datenauswertung, Datenanalyse so gut sein können, aber wir sehen ja, wie schnell die Entwicklung voranschreitet. Das heißt natürlich, verschiebt sich dann die Grenze von, wann ist quasi das KI-Tool ein Werkzeug und wann wird es eben ein Co-Produzent dann ja auch von wissenschaftlicher Erkenntnis. Ne? Es gibt ja schon auch, es gab doch 2022, hatte doch bei Springer, gab es das erste AI-written Book, so irgendwie, das war ein Literature Review. Und da stellt sich natürlich die Frage, also können Sie vielleicht was dazu sagen, wie glauben Sie, dass sich diese Grenze eben zwischen KI als Unterstützer in der Wissenschaftsproduktion zu vielleicht auch Co-Produzent von Wissen und Wissenschaft? Ich will die Frage kurz erweitern, denn tatsächlich ist das etwas, was auch in Redaktionen natürlich von Fachzeitschriften diskutiert wird. Also nicht nur der Einsatz von DeepL als Übersetzungstool wird ganz häufig als eben Werkzeug gewertet, sondern auch die Frage, was ist denn mit dem Einsatz von ChatGPT? Es gibt Redaktionen, die werten das als Werkzeug, so wie ein Übersetzungstool. Es gibt aber auch Überlegungen eben zu fragen, was ist denn mit Autorinnenschaft und Co-Autorinnenschaft? Also auch das vielleicht noch mit in die Frage reingenommen, weil ich das auch wahnsinnig spannend finde. Ganz kurz zu der Veränderung, wann ein Werkzeug wirklich als Werkzeug gedacht nützlich wird. Das ist wirklich eine Grenze, die sich stetig verschiebt. Und da mag ich eigentlich ganz gerne den Begriff der Co-Intelligenz von Ethan Mollick, der hat auch gerade ein Buch dazu geschrieben, und der spricht von den Rugged Frontiers, also sozusagen diesen zerklüfteten Grenzen in den Fähigkeiten von generativen KI-Systemen. Und das kann man eigentlich nur erkunden, indem man die Sachen immer wieder ausprobiert. Und es verändert sich halt auch. Und ich bin auch selbst immer wieder überrascht, was denn doch möglich ist, wo ich vielleicht zu skeptisch war. Ja, also Beispiele sind sowas wie Informationsextraktion aus Tabellen. Hätte ich vor einem Jahr gesagt, besser nicht, da musst du so viel nachkorrigieren. Jetzt haben wir es in einem kleinen internen Projekt gemacht. Ich habe mir mühevoll einen Goldstandard irgendwie zum Validieren gebaut, habe ihn angewendet, habe einen Fehler gefunden, aber der lag auf meiner Seite. und da hat sich die Grenze extrem schnell verschoben. Deswegen, da kann man nur wach und wachsam sein. Autorenschaftszuschreibung finde ich nochmal einen Schritt mehr. Da kann ich noch nicht richtig zu sagen. Also, als Werkzeug, denke ich, ist es irgendwie ein sich vergrößernder Bereich. Ja. Aber ich kann was zur Autorenschaft sagen, weil das war natürlich eine der ersten Diskussionen seit dem Public Release im November 2022. Was macht das jetzt eigentlich mit wissenschaftlichen Publikationen, zumal dann auch die ersten Paper erschienen, wo ChatGPT im Speziellen dann als Co-Autor erschien und dann relativ bald aber doch wirklich jedes ernstzunehmende Fachjournal zu der Erkenntnis gelangt ist, dass man sehr wohl generative KI und im Speziellen dann auch ChatGPT und solche Bots eben nutzen kann zum Schreiben, aber niemals als Autor oder Autorin aufführen sollte. Und jetzt nennt man das in der Methode oder teilweise auch in den Danksagungen, was ich auch lustig finde. aber es ist allein schon aus wissenschaftsethischen Gründen ja auch gar nicht möglich oder sinnvoll, eine KI als Autorin aufzuführen, weil die ja auch nicht Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen kann, auch wenn die falsch sind. Also das ist, glaube ich, so mit der Grund, weshalb das eigentlich vom Tisch ist, auch wenn natürlich solche Experimente wie das Buch da medial interessant sind und sicherlich auch relevant, wenn man eben diese Zusammenfassung von, aber der Begriff von Autorenschaft, der in der Wissenschaft gängig ist, der wird sicherlich nicht von einem Textgenerator in Frage gestellt. Eine Frage?
Ja, vielleicht nur die Frage, inwiefern Wissenschaftskommunikation mit Zielgruppe Schülerinnen und Schüler oder Schulen, inwiefern generative KI auch da irgendwie eine Rolle spielt, auch einmal als Thema, aber auch als Tool. Also insofern die Frage, wie gibt es da schon Initiativen, weil je früher man anfängt, die Leute Data Literacy und KI Literacy mit ins Boot zu holen, dann mit diesen Folgeproblemen irgendwie umgehen zu können. Welche Ansätze gibt es da? Danke. Also vielleicht, also bei uns, bei Wissenschaft im Dialog, gibt es Kolleginnen, die sich explizit damit befassen. Also wir haben Schulprojekte, ein Projekt heißt beispielsweise I'm a Scientist und das wird zusammen mit dem Red AI Center gemacht und da geht es speziell um KI und man kann sich als Lehrer oder Lehrerin einfach einen Forschenden sozusagen einladen und dann eine Stunde mit dem oder der chatten, was super gut angenommen wird, weil es denen natürlich auch Arbeit abnimmt, aber es ist in dem Sinne auch einfach eine sehr niederschwellige und schöne Art und Weise der Wissenschaftskommunikation, weil die Person eben auch, also der Forschende oder die Forschende persönlich einfach auch da ist, ne? Und das kann man sicherlich auch noch intensiver denken. Inwiefern das auch Gegenstand ist in der schulischen Ausbildung, kann ich nicht beurteilen. Ich würde vermuten, dass es sicherlich Teil der Medienkompetenz ist, wo wir ohnehin viel aufzuholen haben, aber das ist jetzt reine Spekulation. Und man könnte sicherlich auch noch überlegen, was man sonst noch tun kann, um dieses Thema nicht nur in den Schulen, sondern auch für andere Zielgruppen, die vielleicht nicht, sagen wir mal, professionell mit Texten und mit der Qualität von Inhalten zu tun haben, wie man das dort auch zum Einsatz bringen kann, beziehungsweise notwendige Aufklärungsarbeit leisten kann. Ja. Eine Frage an dich, die habe ich auch. Ja? Und zwar, habt ihr das mal gemessen, wie hoch oder niedrig die Akzeptanzhürden sind, wenn man ein solches KI-Tool in der Wissenschaftskommunikation, in der Interaktion zum Beispiel mit Schülern und dergleichen einsetzt? Weil ich hatte dazu ein ganz, ganz spannendes Interview auf wissenschaftskommunikation.de, kann man das nachlesen. Und zwar, da ging es darum, die Frage war um die Glaubwürdigkeit der Texte mit einer KI und die generiert wurden. Und also wir haben hier festgestellt bei uns im Team, dass tatsächlich eine Zertifizierung von einer KI die Glaubwürdigkeit massiv heben kann von dem Output. Was ist deine Erfahrung? Ich habe keine Erfahrung, weil wir leider dazu noch keine Evaluation gemacht haben. Also generell ist das Thema Evaluation und Qualitätssicherung ein ganz großes in der Wissenschaftskommunikation, aber ich wüsste nicht, dass das in irgendeinem Fall speziell für die Nutzung von KI-Tools oder Chatbots getan wurde. Von dem Projekt, von dem ich eben sprach, da sprechen die ja auch nicht mit einer KI, sondern die sprechen mit einem Forschenden oder einer Forschende, die sich die speziell mit KI befasst. Aber ich finde es dennoch eine interessante Frage, das wäre aber fast schon eine Forschungsfrage für Leute, die sich so im Schnittfeld von Technik und Gesellschaft bewegen. Also das muss man eigentlich mal ins Pflichtenheft des Higgs schreiben. Wo ist Carina? Also tatsächlich an der Schnittstelle zur Gesellschaft und auch mit Blick auf die Frage von Glaubwürdigkeit, von Ergebnissen und auch der Involvierung des Einzelnen in diese Art, wie da Wissen und Ergebnisse generiert werden, habe ich mir auch die Frage gestellt, ob tatsächlich nicht, also die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was passiert eigentlich, wenn ich das System korrigiere? Also was passiert da technisch und welchen Impact habe ich eigentlich als Nutzerin, wenn ich sage, das Ergebnis ist falsch oder unzutreffend oder sage, die Quelle, die du mir ausgespuckt hast, die finde ich nicht. Das ist die erste Frage und die zweite Frage ist, wäre das nicht auch ein Ansatz für Wissenschaften, stärker in Systemen zu denken, die eben tatsächlich solche Korrekturschleifen irgendwie beinhalten oder die Möglichkeit bieten, WissenschaftlerInnen, ExpertInnen auf solche Ergebnisse zu reagieren. Ich habe immer im Hinterkopf so ein bisschen diese vielleicht jetzt ja schon überholte Wikipedia-Community-Geschichte, wo irgendwie es ja durchaus immer noch WissenschaftlerInnen gibt, die sich sehr befassen mit einzelnen Themen, die sehr dahinter sind, dass Themen aktuell und valide und so dargestellt sind. Könnte man sich sowas auch im Bereich eben solcher generativen Textsysteme vorstellen?
Oh ja, ja, unbedingt. Ja, also das würde auch vor allem wahnsinnigen positiven Impact bei dem Nutzer, gerade in professionellen Situationen, hervorrufen. Weil wir Menschen haben Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit, also Erwartung nach Relevanz. Und zum Beispiel gerade zur Aktivierung unserer Neuroplastizität müssen wir involviert sein. Wollen wir das Gefühl haben, wir sind relevant, ne, sind gefordert, wir müssen das jetzt überprüfen, unser Input ist gefordert. Also hier kann man auf der ganzen Ebene des UX-UI-Designs, des gesamten Prozessdesigns, eine ganze Menge machen. Es hätte einen sehr vielen positiven Impact. Also erstmal auf die Nutzerzufriedenheit, gerade in professionellen Kontexten. Auch bestehendes Wissen wird erhalten bei Menschen. Das ist in Medizin sehr wichtig, bei der Flugzeugsteuerung, sehr, sehr vielen professionellen Kontexten. Und würde natürlich dann auch, weil der Dateninput ein qualitativ hochwertiger ist, dem Training des Systems wirklich zunutze sein. Ja? Also, ja. Ich fände es übrigens auch cool, und es wäre überhaupt keine AI-Sache, wenn WissenschaftlerInnen wirklich Wikipedia-Artikel überprüfen und verbessern würden, weil zu den Schlagwörtern, zu denen ich halt suche und meine, eine ganz gute Kenntnis zu haben, habe ich das Gefühl, 90% der Primärquellen sind da nicht, sondern es waren vielleicht Einzelne, die ihre eigene Publikation da unterbringen wollen, aber das ist kein AI-Thema. Ganz bestimmt, ja. Es ist ein AI-Thema, wenn die AI darauf basiert, dass sie das Internet auswendig lernt und sozusagen da natürlich auch die gesamte Wikipedia dazu gehört. So tradieren sich natürlich auch Biases und Ausschlussmuster, das wissen wir ja. Gibt es noch andere Fragen aus der Runde? Ja, wenn keiner fragt, dann frage ich weiter. Vielleicht anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast, Katharina, zu der Frage nach den Korrekturschleifen. Stellt sich mir die Frage, was passiert, wenn wir die Korrekturschleifen quasi in die andere Richtung denken und argumentieren, dass durch das Prompten sind wir als Menschen gezwungen, uns konkreter auszudrücken. Wir können nicht mehr darauf bauen, dass die unsere impliziten Denkweisen mitgegeben werden, sondern wir können nicht mehr sagen, schreibe einen Text, sondern wir müssen sagen, was ist es, fasse zusammen, abstrahiere, wie auch immer, ob das nicht auch gerade im Bereich der Wissenschaftskommunikation nicht auch ein sehr, sehr starker Benefit ist, gerade weil wir gezwungen sind, genau nachzudenken, wofür wollen wir die KI eigentlich nutzen und was ist das Ziel und müssen einfach sehr, sehr genau in unserer Sprache auch werden. Also inwiefern das vielleicht auch einfach ein sehr, sehr positiver Effekt sein kann. Ich denke für einige Personen bestimmt. Ich glaube, wir sind in so einer Anfangs- und Übergangsphase. Ich glaube, dass jeder in ein System sozusagen promptet und diese Systeme noch so offen sind, darauf zu reagieren, wird vielleicht nicht immer so bleiben, sondern es ist auch schon jetzt so, dass sowohl in den Systemprompts sozusagen der Chatbots als auch in der Verarbeitung der nutzereingegebenen Prompts ganz viel sozusagen Vorarbeit und Nachverarbeitung der Systeme drinsteckt. Also sozusagen es ist kein nackter Prompt mehr, sondern es ist alles schon assistiert. Und eine weitere Frage ist ja auch, inwiefern eigentlich solche, sind manchmal nützlich, aber auch nicht für alle Anwendungen, so, inwiefern einfach diese dialogischen Interfaces bleiben. Ja? Oder ob das nicht einfach im Hintergrund laufen wird, in anderen Tools, die ein anderes UI, UX haben, zum Beispiel auch im Verlag, also in den Verlagen, in den Medien, entstehen gerade ja schon irgendwie auch Prompt-Bibliotheken. Ja? Also nicht jeder soll immer wieder die gleichen Prompts definieren. Teilweise steckt ja auch wirklich sehr, sehr viel Arbeit drin. Ja? Und durch die neuen Sprachmodelle mit ihren sehr langen Kontextfenstern sind auch sehr lange Prompts möglich. Ja? Also ausgedruckt mehrere DIN A4 Seiten. Und das macht man nicht spontan, sondern das ist halt Arbeit, die man sozusagen gemeinsam reinsteckt in einem Team, in einem Unternehmen. Und das man auch dann konservieren will und dann sagt, okay, liebes Team, wenn ihr für diese Zeitung eine Zusammenfassung machen wollt, drückt den Knopf, der löst das Prompt mit dem Modell von uns ausgesucht aus und dann kriegt ihr gute Ergebnisse. Also wir sind gerade in so einer Wildwest-Phase gewesen, die war super interessant, aber ich denke, das wird sich dann ein Stück weit da, wo es wichtig ist, auch professionalisieren. Mhm.
Ja, danke schön. Ich würde eigentlich direkt daran anschließen und ich stimme total zu, dass, ich sage jetzt mal, reflektiertes Prompting durchaus auch der Person helfen kann. Aber ich würde jetzt einfach mal die Behauptung in den Raum stellen, dass der 0815-Bürger oder die 0815-Bürgerin sich nicht allzu viele Gedanken darüber macht, wie genau der Prompt formuliert wird. Und wir Menschen, das wissen wir aus jahrzehntelanger psychologischer Forschung, haben unsere eigenen Biases. Und das große Problem oder die Einordnung wäre dann auch, dass wir mit unserem Prompt und mit unserer Sprache, die wir verschriftlichen, und unseren eigenen Biases auch gleichzeitig dann die Antwort des Large Language Models schon in eine bestimmte Richtung natürlich prompten und das Large Language Model aber in den meisten Fällen nicht darauf ausgelegt ist, uns trotzdem irgendwie eine ausgewogene Meinung zu bringen. Also ich sehe da so das Positive, aber auch das Negative. Also es braucht die reflektierte Person beim Prompting, um die positiven Effekte zu haben, sonst kann es nämlich ganz schnell so in eine downward, einseitige Spirale, sage ich jetzt mal, gehen, wo man Prompt in eine Richtung schreibt, das Large Language Model antwortet einem dann und das ist natürlich dann gerade so im politischen Kontext durchaus auch problematisch, wenn man sich über Themen informieren möchte, aber irgendwie sagt, nenne mir die Vorteile zu dem Thema und dann kommen halt nur Vorteile und dann sagt man, oh cool, ja, sehe ich auch so, gibt bestimmt noch mehr Vorteile und dann geht, also das wollte ich nur so als Gefahr vielleicht auch noch bei diesen Prompts oder dieser Personalisierung der Antworten auch einfach nochmal nennen. Also tatsächlich kann ich dazu sagen, dass wir am Institut auch in der WISCOM langsam Prompts sammeln, die wir nutzen. Sowas wie Transkripte verschriftlichen lassen und den richtigen SprecherInnen-Typen zuordnen lassen. Ich sage dazu, dass ChatGPT bei mehr als 3 Sprecherinnen völlig versagt. Also das ist so Failure auf der also irgendwie untersten Ebene gefühlt. Aber tatsächlich finde ich das einen sehr spannenden Faktor zu sagen, wo kommt das Tool irgendwann rein oder wie können überhaupt solche Bibliotheken entstehen oder wie kann ich das Wissen da abrufen. Ich teile aber auch die Einschätzung, dass das für normale NutzerInnen in Anführungsstrichen wahrscheinlich nicht so eine große Rolle spielt und trotzdem bleibt ja auch da die Frage bestehen, wir sehen ja jetzt schon die Einbindung von solchen GPT-Systemen auf großen Mediendiensteanbietern, nicht? Wo man dann immer zu bestimmten Themen seine Fragen stellen kann, woher kommt mein Vorname oder sowas. Da wird dann der Prompt sozusagen vorweggenommen in gewisser Weise und man hat so eine Einhegung eigentlich des Systems in so einen ganz normalen Nutzungskontext. Vielleicht daran anschließend auch noch die Frage, wie normal wird das sein für Menschen, dass sie eben nicht mehr den Brockhaus oder die Wikipedia befragen oder die Google-Suchmaschine, sondern dass sie und sich dann über Links durchnavigieren durch das Wissen, sondern dass sie tatsächlich vorgefertigte Antworten bekommen. Wie normal wird das sein für Menschen und was bedeutet das vielleicht auch wiederum im Bildungskontext? Es ist doch schon normal geworden. Warum ist es normal geworden? Weil es bequem ist. Ja, unser Gehirn leider bei Design, Sie sind Psychologin, liebt die Bequemlichkeit, weil es einfach eine sehr geringe, als was bequem ist, haben wir eine geringere kognitive Last und das spart Energie. Das mag unser Gehirn. Die kritische Frage, die ich mir, wir haben auch im Bereich Philosophie promoviert, was macht das mit uns als Gesellschaft, wenn unsere Gehirne anders trainiert werden? Wenn wir auch einen guten Prompt zu schreiben, über mehrere DIN A4 Seite, das kann nur das trainierte Gehirn, weil diese Gehirne in ganz anderen Kontexten trainiert wurden. Was ist in 10 Jahren, wenn wir ein bisschen oder schon in 5 Jahren, weil unser Gehirn verliert Wissen, was wir einmal erworben haben. Und das sehr, sehr schnell. Und dafür brauchen wir Antworten. Vielleicht brauchen wir Tools, die ganz gezielt unsere Gehirne trainieren werden, damit wir essentielle Fähigkeiten, die wir brauchen, um als Individuum in einer Gesellschaft zu leben, erhalten bleiben. Ja. Da als Ergänzung nochmal Rückgriff auf Ethan Mollick, der diesen Co-Intelligenz-Begriff stark macht. Der sagt, im Optimalfall haben wir sozusagen diesen technischen System entweder eine Centaur- oder eine Cyborg-Beziehung. Also halt sozusagen, entweder sind wir getrennt und ich habe noch die Oberhand oder es ist so verwoben, dass ich quasi eine Cyborg-ähnliche Funktion habe.
Und wenn das gelingt oder damit das gut gelingt, meint er, braucht man eigentlich in der Domäne, die man bearbeitet, Expertenwissen. Sonst kann man das nicht einschätzen, sonst kann man nicht die Kontrolle behalten, sonst kann man aber auch nicht in in eine produktive Cyborg-Beziehung gehen sozusagen. Aber die Frage ist, wo kommt das Expertenwissen her, wenn das erste wirtschaftliche Einsparungsversprechen ist, dass diese Systeme, sagen wir mal, Junior-Aufgaben übernehmen. Also wie lernt man sozusagen die Leute an, die später Experten werden sollen, wenn ihre Arbeit von Systemen übernommen wird, die quasi noch keine Expertenarbeit machen können selbstständig, aber vielleicht Junior-Tätigkeiten. Und das ist auch noch eine Frage, die ändert sich jetzt gesellschaftlich, auch noch nicht sofort, aber vielleicht so peu à peu und plötzlich haben wir da noch ein etwas größeres Problem. Ja, ich glaube, man muss vielleicht auch noch mal so ein bisschen unterscheiden zwischen Wissen und Information. Und meine Hoffnung wäre schon, dass es uns mit technischen Möglichkeiten gelingt, und ich glaube, das ist gar nicht so spekulativ, Informationen noch zugänglicher zu machen und noch besser aufzubereiten. Und das, da denke ich jetzt als Privatperson, also keine Ahnung, als wir unser Kind gerade gekommen ist und wir haben irgendwie gesucht, was für ein Babybrei können wir denn machen, und ich habe auf Google gesucht und dann komme ich auf irgendwelche Blogs und mir wird erstmal so die halbe Lebensgeschichte für das kleinen Adrians erzählt, bis ich dann zum Babybrei komme. Und ich denke mir so, naja, ich könnte mir schon da einige Zeit sparen, wenn mir eine KI da direkt sagen würde, ob jetzt die, ab wann darf das Kind Nüsse essen? Ab einem Jahr, weil dann hat es Zähne, aber ich gebe dem doch keine ganze Haselnuss. Also, ja. off topic. Aber ich meine, quasi wirklich zu verstehen, wie Menschen Informationen suchen und wofür sie sie benötigen, und dass das jetzt wahrscheinlich auch eine neue Generation der Suchmaschine letztendlich einläutet, das wäre jetzt meine Spekulation, fände ich gut. Also, und ich denke, da ist sehr viel zu holen, und wenn wir es schaffen, dass die Informationen, die dann da auch bezogen werden, eben auch gut sind und trusted sind, dann kann das, glaube ich, auch sehr viel für die Verarbeitung und letztendlich dann auch für die Wissensarbeit bedeuten. Ich gebe noch einmal die Runde. Vielleicht daran anknüpfend, aber besteht da nicht die Gefahr, je mehr Informationen erzeugt werden mit der Unterstützung von KI, und da gibt es ja jetzt inzwischen auch schon erste Ergebnisse zu, dass auch die Ergebnisqualität durch diese Feedback-Mechanismen wieder sinkt? Und die Frage ist, wie man das auf Dauer sozusagen unterbinden kann oder wie man auf Dauer es hinkriegt, dass es halt diese Qualitätskontrolle dazu beiträgt oder irgendeine Qualitätsschleife, dass diese Information halt mindestens mal stabil bleibt oder sogar besser wird tatsächlich, diese Information, weil über Dauer die dann ja degenerieren würde aufgrund der Interaktionseffekte. Ja, also valide Daten, die rechtmäßig verwendet werden, die werden immer kostbarer. Ja, und deswegen, was Wissenschaft generiert, das ist so ein kostbarer Datenschatz. Es sind nicht nur unglaublich dichte Texte, mit denen man richtig gut lernen kann, ja, sondern es sind valide Daten mit einem Urheberrecht. Wenn ich heute nach belastbaren Informationen, also guten wissenschaftlichen Ergebnissen suche, dann muss ich ja wissen, mit welchen Kriterien ich die bewerte. Ja. Und ich kann irgendeinen Zitationsindex zu Rate ziehen oder sagen, das ist halt ein gutes Journal, weil ein guter Verlag oder so. Aber das wird ja auch immer schwerer. Und wenn der Output immer größer wird und immer mehr Verlage dazukommen, wird genau das ja auf Dauer immer, immer schwieriger. Plus, dass man dann das Expertenwissen braucht, um das zu verstehen, und das Expertenwissen braucht, wie die KI diesen Prozess beeinflusst, um das Ganze überhaupt noch beurteilen zu können am Ende des Tages. Also wie gehen wir da als Gesellschaft mit um? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das wird immer kostbarer. Zum Beispiel, wenn auch eine KI auf synthetisierten Daten gelernt hat und nochmal ein Schleier, dann irgendwann haben sie nur noch verschwommene Kacheln. Ja? Und wir brauchen hier Lösungen, auch diese Daten zu schützen, auch das Urheberrecht zu schützen. Das wäre meine Position. Ich könnte jetzt keine Fachantwort darauf geben, weil ich nicht die technischen Voraussetzungen der Qualitätssicherung bis in die Details begreife. Aber ich würde schon vermuten, dass einfach sehr, sehr viel damit zu tun hat,
Und da gibt es auch noch ein paar Expertinnen heute, die das auch aus technischer Perspektive beurteilen können. Vielleicht schalten die sich noch mit ein. Aber das sehr viel auch damit zu tun hat, mit welchen Daten eine Anwendung trainiert wird. Und ich stimme dir zu, klar, wissenschaftliche Daten sind unglaublich wichtig. Ich würde hoffen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass man diejenigen Publikationen und diejenigen Outputs, die aus der Wissenschaft kommen, auch speziell für nicht kommerzielle und für gemeinwohlorientierte Zwecke nutzbar machen kann. Und dass das etwas ist, worauf eben alle, die auch gemeinwohlorientierte Dinge im Sinne haben, zugreifen könnten und eben nicht nur, keine Ahnung, Elsevier, Springer und wie sie alle heißen. Ja, also so ein paar technische Verfahren kann ich gerne nennen. Also es ist relativ... Sorry, ich wollte nicht sagen. Ja. Es ist immer nur die Frage, ob das, die bei dem vom KI-System angewendet werden. Ne? Also zum Beispiel bei den Einstellungen, dass halt eben mindestens 3 oder 4 wirklich valide definierte Quellen verwendet werden dürfen. Human-in-the-Loop Systems, wir haben darüber im Vorgespräch gesprochen. Das sind mehrere Humans, mehrere Loops. Aber auf welche Anforderungen müssen diese Menschen haben? Welche Motivationen müssen die sie haben, dass ich sie wirklich permanent integriere und Dinge hinterfrage. Und ja, hat eben also ein permanentes Überarbeiten, Überwachen halt eben der Datenbasis, der Trainingsdaten und Ergebnisvalidierung. Ja, es hilft nichts, überprüfen. Also es ist momentan, wir schauen uns das hier dazu gerade aktuell einige Software an, aber wir sind ja Prüfinstitut. Also wir sind da jetzt, sind noch nicht so die valide Ergebnisse generiert, wo wir wirklich nach außen gehen können. Das wäre jetzt hier und die Methode, mit der man das wirklich zu 100%, das wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Eine letzte Frage. Meldung. Ja, ach so, oder eine Expertise. Danke. Ich kenne mich halt mit der technischen Sicht aus, aber ich frage mich immer, was für Implikationen das für uns als Gesellschaft hat. Weil wir haben gerade schon ein bisschen, oder Sie haben ein bisschen diskutiert, dass es halt wichtig ist, dass Menschen ihre Kompetenz behalten und nicht verlernen, zum Beispiel bei Medizinern oder Piloten. Aber vielleicht ist es ja auch für jeden Einzelnen in der Gesellschaft wichtig, eine Basiskompetenz zu behalten und nicht alle Informationen nur aus ChatGPT zu ziehen. Also was bedeutet das für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie und für die Art, wie wir leben? Das finde ich sehr interessant. Ich will das um einen Punkt erweitern, weil es die letzte Frage ist, und ein bisschen erweitern auf Nachwuchswissenschaftlerinnen, denn in der Tat ist das etwas, was ich mich auch gefragt habe. Katharina hat es auch gesagt, ich höre das ganz häufig aus Agenturen, wo es um Bildbearbeitung, Bildgeneration geht, Gen AI, die Bilder produziert und dann irgendwann nur noch aus den selbstproduzierten synthetischen Bildern neue Bilder produziert, wird immer schlechter. Und viele Agenturen sagen, aber für die normale Nutzung, für die normale Leute langt es. Ja? Und es gibt durchaus GrafikerInnen, die eben sich nicht mehr die Mühe machen, selbst groß zu gestalten, sondern die solche Systeme bemühen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und tatsächlich höre ich von Profis aus der Branche dann immer genau das, nämlich irgendwie machen wir hinter uns den Laden dicht, denn das ist was sonst eigentlich Azubis gemacht haben oder was PraktikantInnen und HospitantInnen gemacht haben. Und jetzt der Sprung zur Wissenschaft. Im Studium lernen Nachwuchswissenschaftlerinnen ja eben genau sowas, Überblicksarbeiten zu schreiben, Literaturrecherchen zu machen, Verdichtung zu schreiben, Überblicke über Forschungsgebiete zu erarbeiten oder so. Alles das, von dem wir jetzt gesagt haben, das kann KI ja total gut. Also wie verändert das eigentlich auch die Ausbildung von dem wissenschaftlichen Nachwuchs? Und was würdet ihr sagen, müssten wir da im Auge behalten, auch als Forschungsinstitut? Also vielleicht zuallererst, die KI wird die Forschung ja nicht für dich machen. Ne? Also nur weil sie vielleicht irgendwie einen Bericht schnell schreiben kann oder einen Antrag. Letztendlich muss man ja auch irgendwie auf so einen Antrag Folge leisten und was tun. Das wird nicht passieren. Ne? Also die größte Hoffnung, das kam heute raus und das kam auch in der Befragung raus, die wir vorher schon hatten, liegt eigentlich in der Entlastung von administrativen Routinearbeiten. Ne? Wenn wir jetzt nur mal, jetzt gar nicht speziell für den Nachwuchs sprechen, sondern jetzt für die Forschung generell, also ein großer Elefant im Raum ist die bürokratische Belastung von Forschenden. Das ist de facto die zweite Mission gemessen an dem, was sie an Zeitressourcen verwenden. Also wie viel
Zeit einfach in Quatscharbeit aktuell geht, in Berichte, die wirklich keinen Mensch interessieren. Das müsste wirklich mal aufgegriffen werden. Aber darüber können wir auch nochmal einen separaten digitalen Salon machen, weil da ist wirklich, das ist derart Humbug. Anyhow, was die Ausbildung des Nachwuchs betrifft, also um das vielleicht auch nochmal vorab, auch die Weiterbildung von Bestehenden, also von Forschenden, weil es geht nicht immer nur um den Nachwuchs und was muss der jetzt lernen, was wir alles nicht mehr tun müssen. Nee, dann auch bei den Forschenden jetzt geht es natürlich auch darum, zu lernen, wie kann man KI anwenden und wie nicht, wo sind ethische Grenzen, wo sind Nutzungspotenziale und wo sind auch Risiken. Ich glaube, wenn es jetzt um den Nachwuchs im Speziellen geht, könnte ich mir sehr gut vorstellen, gerade für Forschende, die aus dem technikwissenschaftlichen Bereich kommen, dass man sich auch über die gesellschaftlichen Implikationen derartiger Tools Gedanken macht. Weil das ist im Moment zumindest, das ist meine Wahrnehmung, noch kein Gegenstand notwendigerweise so von den MINT-Fächern. Ne? Also ich glaube, da ist sehr viel zu holen als so eine Art gesellschaftswissenschaftliches Propedeutikum, gerade dann, wenn man technikwissenschaftliche Berufe erlernt, unabhängig davon, ob man dann in die Forschung geht oder nicht. Und ansonsten, glaube ich, hat es ganz viel mit Wissenschaftsethik zu tun, mit Wissenschaftsphilosophie, und das sind einfach ganz grundständige Dinge, die eigentlich jeder und jede im ersten Semester das, oder in den ersten zwei Semestern des Bachelorstudiums macht, und da muss es einfach auch mit rein. Ja, und Ergänzungsrede. Auch vielleicht auf der Sachebene, dank dieser Tools, unsinnige Aufgaben haben ja auch eine Aufgabe, nämlich das Trainieren des Gehirns. Jeder von uns hat das einmal eins auswendig gelernt. Wir haben in der Schule Gedichte auswendig gelernt. Dann sagen wir, wieso machen wir das denn heute noch? Hier ChatGPT, der berechnet, nein, der rechnet nicht. Aber hat eben kann mir Gedichte vorlesen. Also es trainiert das Gehirn. Und das hat auch einen ganz kostbaren Wert. Und das sollten wir auch nicht unterschätzen, vielleicht auch bei der einen oder anderen unsinnigen Wissenschaftsaufgabe. Nicht jede, ich gebe dir recht. Also wenn wir es vielleicht einfach um die Hälfte reduzieren können, wäre, glaube ich, insgesamt sehr viel gewonnen und da hätte man immer noch genug Training für... Ja, ich habe gerade so eine Idee. Also zum Teil, denke ich, könnte fast ein Bekenntnis eigentlich zu eigentlich altmodischen Tugenden eigentlich auch helfen. Weil, das wäre mein Hintergrund auch als Philosoph und Germanist, also da in diesen Fächern merkt man einfach durch die Form der Arbeiten, der Hausarbeiten, die man schreibt, dass man eigentlich beim Schreiben das Denken lernt und mit dem Denken das Schreiben und dass es eigentlich Hand in Hand geht. Das ist nicht für alle Fächer genauso, das ist ja ganz klar. Also es spielt eine verschiedene große Rolle. Und jetzt kann man sagen, okay, das Schreiben fällt mir schwer, das kann ich delegieren, ja, und ja, aber manchmal fällt das Schreiben auch schwer, wenn ich noch nicht genug nachgedacht habe. Und wenn ich alles durchdacht habe, dann fällt es mir relativ einfach, das zu schreiben, je nach Talent natürlich auch. Und deswegen kann es eine Riesenunterstützung sein, vielleicht individuelle sozusagen Schwächen auszugleichen, wenn ich nicht so gerne schreibe oder nicht so auf gute Ideen komme. Aber ich brauche irgendwann in meiner Ausbildung, sei es in der Schule, sei es irgendwann im Studium, wo ich noch nicht unter so einem wirtschaftlichen Druck stehe eigentlich, schnell Ergebnisse liefern zu müssen, auch noch nicht im Karrieremodus bin in den Wissenschaften, dass ich Paper publiziere, bin im Bachelorstudium, vielleicht auch im Master, da sollte die Zeit sein, eigentlich für eine Phase, in der ich sozusagen dieses kritische Denken, dieses ja, einfach irgendwie einüben und lernen kann. Und wir hatten auch heute häufig das Thema, dass man eigentlich auch Freiräume schaffen kann durch den Einsatz von KI, weil man gewisse Sachen nicht macht. Und ich denke, ein großer Freiraum wäre genau in dieser Lebensphase da und möglich, um auch später sozusagen die Systeme, die noch kommen werden, auch kritisch und auch effizient benutzen zu können. Ich lasse das gerne als letztes Statement stehen. Wenn keine großen Widersprüche oder Fragen noch aus der Runde offen sind, will ich euch ganz herzlich danken, Mike, Katharina, Behn. Es war ein super spannendes Gespräch. Ich lade Sie und euch alle herzlich ein, noch einen Moment zu bleiben und vielleicht noch eine Brezel mit uns zu essen oder ein Glas zu trinken. Da gibt es bestimmt noch Möglichkeiten für bilateralen Austausch. Und ansonsten danke ich Ihnen und euch ganz herzlich.